Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video die wichtigsten Unterschiede zwischen C# und C++ ansehen, damit wir schon eine grobe Richtung bekommen, in welchen Punkten und in welchen Aspekten sich diese beiden Programmiersprachen voneinander unterscheiden. Und dazu gehen wir in diesem Skript die Liste durch. Wir haben als ersten Punkt hier, dass es in C++ keinen Reflection-Mechanismus gibt. Und das ist in der Tat für mich persönlich ein der wichtigsten Unterschiede, den es zwischen diesen beiden Sprachen gibt. Wenn wir uns zurückerinnern, dann hat der C#-Reflection-Mechanismus im Prinzip eigentlich die Eigenschaft gehabt, dass ich mir ein beliebiges Objekt geben lassen kann. Oder ein beliebige, zum Beispiel ein Generic, was auch möglich ist. Und ich kann mir über den TypeOf-Operator oder die GetType-Methode, die auf Object definiert ist, ein sogenanntes Type-Objekt holen. Und über dieses kann ich dann dynamisch, ohne dass ich den tatsächlichen Typen, mit dem ich eigentlich gerade arbeite, zur Entwicklungszeit kenne, eben zur Laufzeit dynamisch die Felder, Methoden, Eigenschaften, Events eines Objekts auslesen kann. Und ich kann diese Informationen dann nicht sozusagen bloß nutzen zum Auslesen, sondern ich kann dann die Methoden, die auf diesem Objekt definiert sind, auch über Reflection wiederum aufrufen. Oder beispielsweise auch Events auslösen. Wo haben wir das benutzt? Nun, wir haben das beispielsweise bei unseren Unit-Tests gesehen als letztes. Da haben wir bestimmte Attribute gesetzt und über Attribute kommt man zur Laufzeit eigentlich bloß über Reflection in C# und .NET ran. Das heißt eben, unsere Unit-Tests wurden beispielsweise über Reflection gefunden. Wir hatten auch Attribute eingesetzt, als wir uns um Serialisieren gekümmert haben. Wir haben da das Serializable Attribute gesehen, beziehungsweise wir eher mehr noch das Data Contract und das Data Member Attribute. Und genauso wird eben, wenn wir sagen, bitte lieber Data Contract Serializer, serialisier das mal und schreib das dann in eine Datei beispielsweise, dann heißt es letztendlich nichts anderes, als dass er eben über den Reflection Mechanismus den Objektgraph festgestellt hat, den er in XML umwandeln soll. Und dazu hat er dann eben dynamisch Felder bzw. Eigenschaften ausgelesen, was wiederum heißt, dass er über Reflection dann sich diesen XML-Baum, diese XML-Struktur zusammengestellt hat und dann in eine Datei geschrieben hat. Also sowas ist in C++ von Haus aus nicht möglich. Und das ist eben ein Punkt, da heißt es umzudenken und das ist, hat auf die Programmierung, wenn man Reflection einsetzen möchte, eben eine große Auswirkung, weil wir diesen Mechanismus ganz einfach in C++ nicht haben. Da muss ich dann eben über andere Herangehensweisen Gedanken machen, wie man solche Probleme, wie ich sie eben gerade erwähnt habe, eben lösen kann. Ja, denn den nächsten Punkt hier, den haben wir bereits im letzten Video gesehen, wir dürfen wieder freie Funktionen hier definieren. Wir sehen hier eben die Main-Funktion, die frei ist. Wir sehen hier genauso die Require User to Press Enter-Methode, die frei ist. Wir müssen keine Klassen mehr definieren und darin beispielsweise statische Funktionen festlegen, damit wir diese direkt aufrufen können. Die freie Funktion ist in C++ wieder verfügbar. Der nächste Punkt ist, wir werden es natürlich später noch genauer anschauen, wie wir Klassen in C++ definieren, aber ich mache hier schon mal einen Vorgriff. Ich habe hier eben eine Klasse A und ich mache hier mal eine Pseudo-Methode rein. Und hier habe ich jetzt mal eine Klasse B. Hier mache ich auch einfach bloß meine leere Methode rein. Und der Punkt ist jetzt, wir hatten in C# ja die Unterscheidung zwischen Class und Struct.
das hier wird ein Referenztyp, das hier wird ein sogenannter Value Type. Diese Unterscheidung, die es in C-Sharp gibt, können Sie für C++ komplett wieder vergessen. Classes und Structs haben in C++ genau dieselbe Bedeutung. Es kommt genau dasselbe raus. Der einzige Unterschied zwischen einer Class und einer Struct, das ist der, dass der Standard-Accessor für diese Methode hier eben public ist. Die Syntax, um Modifizierer anzugeben, ist in C++ anders als in C#, wie man hier schon sieht. Wir schreiben das nicht explizit für jedes Member, sondern wir machen hier einfach eine Sektion auf mit public und dann Doppelpunkt und dann alle Members, die hier unten eben folgen. Die sind eben dann public, weil sie eben unter diesem Punkt hier stehen. Und wenn ich dann eben was private haben möchte, dann mache ich eben eine neue Sektion auf und alle Member, die ich dann aufliste, sind dann wiederum private. Ja, und der Unterschied ist eben, dass der Standard-Accessor, der ist für Strukturen immer public, auch beim Ableiten. Da kommen wir dann auch noch dazu, was es heißt, dass wir hier einen Accessor für beim Ableiten angeben können. Und bei Classes ist er eben immer private. Das ist der einzige Unterschied, den es zwischen Klasse und Strukturen gibt. Ansonsten ist es vollkommen egal, ob Sie Klasse oder Struktur schreiben. Üblicherweise gibt man ja in seinen Klassen auch explizit private oder public an und deswegen ist es dann eben sozusagen eigentlich egal, ob Sie eine Struct oder eine Klasse verwenden. Aber man kann sich zumindest mal im Hinterkopf halten. Struct ist genau das gleiche wie Class in C++. Wenn wir schon bei Accessors sind, es gibt den Internal Accessor nicht in C++. Der wird Ihnen nicht abgehen, meines Erachtens, weil Sie den wahrscheinlich noch nie verwendet haben. Aber es gibt tatsächlich bloß Public, Protected und Private in genau der gleichen Art und Weise, wie wir sie schon in C# eingesetzt haben. Also Public ist innerhalb des Klassenscopes und außerhalb des Klassenscopes verfügbar, wenn ich eben als Nutzer auf ein Objekt zugreife oder auf eine statische Funktion. Protected heißt, dass ich mich im eigenen Klassenscope und im Klassenscope von abgeleiteten Klassen dieses Member verwenden kann. Und Private heißt eben nur in der Klasse, in der ich es tatsächlich definiert habe. Ja, auch ein wichtiger Unterschied ist eben, den ich erwähnt habe, ist, dass wir aus C++ kein MSIL haben, der von der Common Language Runtime ausgeführt wird, sondern wir erzeugen direkt Maschinencode und der wird direkt vom Betriebssystem eben angesteuert und muss dann eben auch plattformspezifisch kompiliert werden. Das heißt, wenn wir zwei Plattformen, x64 und x86, unterstützen wollen, dann müssen wir auch zweimal kompilieren. Punkt. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass wir sagen wie in .NET, dass wir einmal kompilieren und je nach Common Language Runtime wird der Code dann auf einer anderen, in anderen Maschinencode umgesetzt. Wichtig ist natürlich auch in diesem Zusammenhang, dass wir keine Runtime-spezifischen Services haben, die uns eben die CLR zur Verfügung stellt. Und was halt hier der größte Unterschied ist, Garbage Collector. Wenn wir eben Objekte auf dem Heap erstellen, heißt das, wir müssen sie selber wieder deallokieren, beziehungsweise Smart Pointers im besten Fall noch benutzen, die das für uns mehr oder weniger automatisch machen. Und der Garbage Collector steht uns eben in nativen C++-Applikationen nicht zur Verfügung. Ja, auch noch was es in C++ gab, war ja das berühmte Interface als Alternative für eine abstrakte Basisklasse. Man sieht ja schon, das Schlüsselwort wird hier nicht erkannt. Auch das gibt es ganz einfach hier in C++ nicht. Wir haben ausschließlich über abstrakte Basisklassen eben die Möglichkeiten, dass wir Abstraktionen im Sinne, wie wir sie aus C# kennen, eben bilden. Ja, dann sind wir beim nächsten Punkt. Wir haben jetzt dafür Mehrfachvererbung bei Klassen
Und auch da gibt es eben einige Punkte, die wir beachten müssen. Das schauen wir uns später nochmal genauer an. Prinzipiell können wir aber ganz einfach Komma getrennt von verschiedenen Klassen in C++ erben. Das kann ich vielleicht auch mal kurz im Code anskizzieren, wenn ich hier eben eine Struct C mache. Dann kann ich eben hier von A und von B ableiten. Und ich bekomme also einfach genauso Komma getrennt hier die Werte angeben. Hier sehen wir dann auch schon, ich muss einen Accessor beim Ableiten angeben. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns in einem späteren Video noch an. Das ist auch ein Unterschied zu C#. Aber es geht hier einfach darum, dass wir von mehreren Klassen direkt ableiten können. In C# war ja die eine Klassenvererbung nur über Einfachvererbung möglich. Das heißt, wir konnten von einer Basisklasse ableiten, aber beliebig viele Interfaces implementieren. Hier haben wir eben, da es keine Interfaces gibt, die Möglichkeit, die von mehreren Basisklassen abzuleiten. Und wir kriegen dann natürlich auch tatsächlich nicht bloß die Abstraktionen runtergepusht in unsere Subklasse, sondern auch alles, was in diesen jeweiligen Basisklassen implementiert ist. Das heißt, wir kriegen tu etwas 2 und dieses Feld hier runter. Naja gut, auf tu etwas kann man nicht zugreifen, weil es ja hier eben standardmäßig private ist. Aber das Member wird natürlich auch für diese C-Struktur angelegt. Auch ein wichtiger Unterschied, wir haben keine allgemeine Basisklasse Object, die sozusagen implizit genutzt wird, wenn wir hier keine andere Klasse, von der wir ableiten wollen, angeben. Das heißt ganz einfach, es gibt keine gemeinsame Basisklasse, auf die wir zurückfallen können, wenn wir zum Beispiel ein beliebiges Objekt erwarten wollen. Wie würde man das Problem in C++ lösen? Man benutzt Templates in diesem Fall. Die Templates sind eben die Generics mehr oder weniger von C++, aber sie sind in einigen Hinsichten sehr viel mächtiger und werden auch anders umgesetzt als Generics in C#. Aber auch dazu werden wir später uns nochmal Details in einem anderen Video anschauen. Wichtig ist einfach zu wissen, es gibt keine Basisklasse Object, von der unsere eigenen geschriebenen Klassen implizit ableiten. Also B und A haben hier keine gemeinsame Basisklasse. Gibt es nicht. Wenn wir sozusagen hier mehr oder weniger polymorphe Aufrufe oder A und B als Parameter in einer Funktion beliebig erwarten können, müssen wir tatsächlich auf Templates setzen in C++. Noch ein wichtiger Punkt, das ist wahrscheinlich auch der, warum es keinen Unterschied zwischen einer Struct und einer Class gibt. Das Struct-Element wird wahrscheinlich komplett aus C übernommen, weil C, haben wir ja schon in einem vorherigen Video erzählt, ist komplett in C++ enthalten. Ich sag mal zu 99%. Als Anfänger und vielleicht fortgeschrittener Programmierer werden Sie in keinen Fall treffen, in dem eben C-Code in C++ nicht funktioniert. Aber es ist eben so, dass es C nicht komplett in C++, nicht ganz, aber sehr, sehr nah mit enthalten ist. Und Struct ist eben ein Überbleibsel letztendlich aus dieser C-Zeit und deswegen ist ja auch der Standard-Modifier public, damit einfach C-Strukturen ganz einfach in C++ funktionieren. Aber eigentlich handelt es sich hier nicht um reine C-Strukturen, wenn Sie hier das Schlüsselwort struct lesen, sondern es sind tatsächlich letztendlich der Mechanismus, der für Klassen, für C++ entwickelt wurde, dahinter. Aber structs fühlen sich sozusagen an wie C-Structs, wenn man hier wirklich bloß
Felder zum Beispiel drin definiert und keine Methoden. Also wenn wir dieses Element hier mal rausnehmen, dann haben wir hier eben tatsächlich jetzt das, was wir aus C-Structs kennen. Ja, und der Punkt ist eben, ich kann sowohl Classes als auch Structs beliebig auf dem Heap und beliebig auf dem Stack erstellen. Wir hatten ja in C-Sharp die Einschränkung, Objekte landen immer auf dem Heap, wenn wir eben new auf eine Klasse aufrufen. Diese Unterscheidung haben wir jetzt hier in C++ nicht. Wir können uns als C++-Entwickler beliebig aussuchen, welches Objekt auf dem Stack landet und welches auf dem Heap. Ja, in C++ haben wir dazu auch natürlich wieder die gewohnte Zeiger und auch die Zeigerarithmetik, die wir schon aus C kennen. Das heißt, wir können auf eine beliebige Variable, auf ein beliebiges Objekt im Heap eben einen Zeiger zeigen lassen, einen Pointer zeigen lassen. Und wir können dann auch mit dem Increment- und Decrement-Operatoren diesen Zeiger beliebig verschieben, wenn wir das möchten. Und so eben durch den Speicher durchwandern, auf dem wir gerade sind. Und das Ganze ist eben in C++ auch enthalten und auch ein wesentlicher Bestandteil. Was jetzt mit Modern C++ hinzukommt, also der C++ 11 Standard, sind eben die Smart Pointers, die standardmäßig mit in der Standard Library enthalten sind. Die Standard Library ist eben die Bibliothek, die mit jedem C++ Compiler ausgeliefert wird und sozusagen bei jedem C++ Compiler die mehr oder weniger identischen Methoden und Typen bereitstellt, die man sozusagen dann auch plattformübergreifend einsetzen kann. Unter anderem eben Smart Pointers. Ja, dann eher ein nebensächlicher Punkt. Es gibt Funktionszeiger in C++, aber im Prinzip sind es eigentlich bloß die, die aus C mit hochgerutscht sind. Und die sind deutlich weniger mächtig als Delegates in C#. Also es gibt keine Multicast-Funktionszeiger. Ja, Delegates können sozusagen dann auch als Basis für Events hergehen. Das ist in C++ nicht so möglich. Zumindest nicht, wenn man Objekte und Klassen einsetzt, da sozusagen eine Methode, die denselben Funktionskopf in einer Klasse A und in einer Klasse B hat, trotzdem unterschiedliche Funktionszeiger sind. Funktionszeiger sind nämlich klassenspezifisch. Also vergessen Sie die gleich wieder in C++, die nutze ich meines Erachtens fast gar nicht. Die sind wirklich noch ein Überbleibsel aus C und da machen sie ja auch Sinn, weil es da eben kein Klassenkonstrukt mit Members, also in Daten und Methoden gibt. Aber hier in C++ sind sie meines Erachtens fehl am Platz. Ich nutze sie fast überhaupt nicht. Und der Punkt, wie kriegen wir dann eben Delegates und Events hin? Implementieren Sie das Observer-Pattern in C++. Sie machen sich eine Abstraktion für iObservable und iObserver beispielsweise und implementieren das in ihren jeweiligen Klassen, um eben Nachrichtenmechanismen von einem Objekt zum nächsten Objekt bereitzustellen. Das wäre zum Beispiel eine Lösung, um das zu umgehen. Ja, und da wir keine Delegates haben, gibt es natürlich auch keine Events. Was es auch nicht gibt, sind Eigenschaften. Wir hatten ja in C++ die Möglichkeit, dass wir sagen, wir hätten hier gerne eine Eigenschaft, die jetzt beispielsweise ein Int zurückgeben soll, und dann machen wir hier einen Getter und einen Setter. Das gibt es überhaupt nicht. Keine Chance, dass wir sowas machen. Allerdings gibt es die Möglichkeit natürlich, dass wir diese Get- und Set-Methoden tatsächlich ausformulieren. Das heißt, wir würden hier eben sagen, Get-Eigenschaft oder Get-Feld, je nachdem, wie das Ganze heißt. Und
hier machen wir tatsächlich ein Return-Feld. Und der entsprechende Setter dazu sieht natürlich so aus, dass wir hier einen Wert bekommen. Und wir machen hier dann eben eine bestimmte Überprüfung. Das können wir auch gleich mal sehen. Der Standard-Header für die Exceptions heißt im Standard Accept für Exceptions dieser Header hier, den kann man verwenden. Und dann können wir zum Beispiel hier überprüfen, wenn der Wert kleiner als 1 ist oder 0, dann schmeißen wir eine neue Standard so Range Error Exception. Und hier müssen wir jetzt eben noch angeben, Wert muss größer 0 sein. Also wir sehen schon, Getter und Setter müssen wir jetzt tatsächlich als Methoden ausformulieren. Und im gleichen Zug sehen wir aber auch, dass wir hier eben die Exceptions genauso nutzen können, wie es eben vorher der Fall war. Das heißt, wir haben das Throw-Schlüsselwort, um bestimmte Objekte eben auszulösen und dann den Exception-Mechanismus auszulösen, also dass wir im Call-Stack hochgehen und Try-Catch-Blöcke suchen. Und genau so können wir das auch in C++ machen. Der einzige Unterschied bei Exceptions ist, dass es keinen Finally-Block in C++ gibt. Aber es gibt genauso einen Try-Catch-Block. Da muss man aber allerdings aufpassen, ob man eine Exception hier jetzt als Pointer bekommt. Also ich habe diese Exception hier ja offensichtlich auf dem Heap erstellt. Das heißt, ich müsste jetzt im Catch-Block drumherum, das kann man auch mal ganz kurz andeuten in dieser Methode, also ich mache hier einen Try-Block drumherum und wenn ich hier jetzt catchen wollte, dann brauche ich tatsächlich eben einen Range Error Stern. Das wäre meine Exception. Und hier kann ich dann jetzt eben über einen Pointer auf diese Exception zugreifen. Also alles, was new hier sozusagen oder was mit new erstellt wird, landet auf dem Heap und der new-Operator gibt tatsächlich einen Pointer zurück in C++. Wie gesagt, es gibt nicht die Unterscheidung zwischen Referenztyp und Value Type, wie wir es aus C-Sharp gewohnt sind und deswegen müssen wir uns darum eben jetzt selber kümmern. So, und dann kann ich hier jetzt eben auf diese Exception zugreifen und mit what beispielsweise den Grund auslesen, warum er hier mir eine Exception geworfen hat. Wir haben auch nicht so den komfortablen Exception-Mechanismus, wie die CLR ihn uns bietet. Das ist alles etwas einfacher. Im Prinzip kann ich hier nämlich einfach alles schmeißen. Es muss keine Exception sein in C++. Wir können hier einfach jedes beliebige Objekt letztendlich werfen, sei es ein String, sei es, ich kann sogar Int-Werte wahrscheinlich werfen, wenn ich jetzt hier mal so zum Spaß Throw 42 mache. Dann kriege ich eben keinen Pointer auf eine Exception, sondern hier eben einfach bloß einen Integer-Wert, den ich catchen kann. Und wir sehen hier auch, dieser Wert ist jetzt nicht mehr auf dem Heap. Ich benutze nicht mehr new, sondern ich nutze hier einfach bloß ein Literal, das natürlich letztendlich auf dem Stack in der entsprechenden Variable landet, hier direkt. Also ich muss hier keinen Pointer verwenden. Ja, und der Unterschied, den ich auch schon erwähnt habe, ist eben, dass wir hier keinen Finally-Block haben, wie wir es aus C-Sharp kennen. Das hier ist natürlich nicht gut. Man sollte eben von einem Exception-Typ einsetzen, der hier in diesem Header definiert ist. Und es gibt eben auch dann mehr oder weniger eine Basisklasse Exception in diesem Header, von dem die anderen Exceptions ableiten. Man kann sich aber zumindest mal merken, dass hier bei diesem
Throw dahinter. Hinter Throw kann eigentlich alles stehen und wir müssen hinter Throw aufpassen, ob es sich dabei um ein Objekt handelt, das auf dem Heap erstellt wurde oder um ein Objekt, das auf dem Stack erstellt wurde. Je nachdem, ob wir dann eben Call by Value oder Call by Reference in unserem Catch-Block für den Parameter brauchen. Ja, dann haben wir auch schon gesehen, wir haben die Header- und Source-Files, die wir hier eben nutzen. Warum? Wir müssen eben eine Methode deklarieren, zumindest bevor wir sie aufrufen können. Ich hole diese Methode mal kurz hier runter vor die Main-Funktion. Das haben wir schon im letzten Video gesehen. Der Punkt ist ganz einfach. Der Compiler muss eben wissen, dass es diese Methode zumindest gibt. Die Implementierung oder die Definition dieser Methode kann tatsächlich dann später erfolgen. Aber wenn ich hier aufrufen will, dann muss vorher im Source Code zumindest diese Deklaration geschehen sein. Und deswegen gibt es dann eben auch die Aufteilung in Header und Source Files. Wir haben bis jetzt bloß ein Source File gesehen, diese Program C++. Aber diese Sachen, die wir hier einbinden, sind Header Files der Standard Library. Und diese haben zumindest die Deklaration, teilweise auch Definitionen von bestimmten freien Methoden und Klassen, die wir hier mit einsetzen, eben enthalten. Und wenn Sie sich an C zurückerinnern, es passiert ja letztendlich hier nichts anderes, als dass eben über dieses Include alles, was in dieser Header-Datei steht, hier tatsächlich in diese Source-Datei mit rein kopiert wird. Ja, also der Compiler macht nichts anderes als sämtliche Inhalte, die in dieser Header-Datei stehen, hier an dieser Stelle einzufügen mit diesem Include. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Wir haben hier das Schlüsselwort var in C# genutzt, um vom Compiler automatisch die Typen auflösen zu lassen, die wir hier für eine Variable verwenden wollen. Das geht in C++11 auch. Das ist das Auto-Schlüsselwort. Und ja, das ist der einzige Unterschied, wenn Sie eben eine Variable definieren und diese muss eben, oder diese, da möchten Sie den Typen nicht selber hinschreiben, weil der beispielsweise aus der Zuweisung eben rechts mit ersichtlich wird für den Compiler, dann schreiben Sie einfach Auto statt var. C++ kennt keine Attribute, ja, warum auch? Es gibt ja keinen Reflection-Mechanismus. Und C++, da gibt es wiederum die Möglichkeit, dass Sie sich eben selbst Makros definieren. Das heißt, Sie können eben mit define hier eben sagen, ich möchte gerne, wie machen wir es denn am besten, require enter machen. Bevor das definiert ist am besten. Und das wird dann eben aufgelöst als user to press enter. So, und anstatt jetzt eben hier das zu schreiben, kann ich einfach dieses Makro schreiben. Und wir sehen hoffentlich, dass dieser Code immer noch kompiliert. Genau, und was hier mit Makros gemacht wird, ist, dass eben hier einfach für dieses Makro, was ich hier eingesetzt habe, dieser Code hier einfach reinkopiert wird. Also ähnlich wie beim Include, da wird ja der komplette Inhalt aus anderen Header-Dateien oder auch überhaupt anderen Dateien hier an die entsprechende Stelle kopiert. Genau das gleiche wird eben bevor der Compiler tatsächlich mit dem Kompilieren beginnt, in einem Prä-Compiler-Schritt eben hier alle diese Makros aufgelöst. Und der Punkt ist eben, Sie können hier auch noch Parameter angeben, dass Sie eben sagen, ich erwarte hier ein X, dann muss ich hier eben noch 42 angeben und dieses X können Sie dann tatsächlich auch hier hinten, hinter diesem Leerzeichen wieder rum in Ihren Makros verwenden.
Also wenn ich hier tatsächlich einen Integer erwarten würde, dann muss ich den natürlich hier dann auch mit angeben. Ja, also man kann, dieser Makromechanismus ist eigentlich sehr, sehr mächtig, wenn man weiß, wie man es richtig einsetzt. Meines Erachtens sollte man Makros aber genau dann benutzen, wenn man eben Funktionalität, die sich sehr oft wiederholt, die man irgendwie aber nicht in Basisklassen schreiben kann, beispielsweise weil man bestimmte Performance-Probleme dann bekommen würde, genau dann macht es meines Erachtens Sinn, am ehesten Makros einzusetzen. Ich persönlich nutze sie sonst eigentlich eher selten. Aber sie sind relativ mächtig. Und diese Makros gibt es in C-Sharp eben überhaupt nicht. Deswegen haben Sie die bis jetzt in der Vorlesung auch noch nicht gesehen. Ja, dann machen wir mal wieder die normale Funktion auf. Gut, und das sind meines Erachtens eben die wesentlichen Unterschiede zwischen C++ und C-Sharp. Sie sehen schon, wir müssen in gewissen Punkten in eine andere Richtung denken und vor allen Dingen gilt das eben für Stack und Heap. Wie gehen wir damit um? Damit haben wir jetzt die kompletten Freiheiten in C++ und wir haben eben dann die Möglichkeit, natürlich auch gut auf die Performance einzuwirken, indem wir unsere Objekte vielleicht möglichst auf dem Stack erstellen und diese dann dort einsetzen. Der wesentliche Punkt ist aber auch, dass Sie in C++ damit sich auch wirklich in den Fuß schießen können. Also Sie können Dangling Pointers produzieren, Sie können Speicherlöcher produzieren und das sind eben die zwei wichtigsten Punkte, die meines Erachtens jeder Anfänger in C++ sich bewusst machen muss. Und dann eben wiederum Muster der Entwicklung für sich entwickelt, in denen er diese Punkte vermeidet. Es ist mittlerweile in Modern C++ relativ einfach geworden durch die standardmäßige Einführung der Smart Pointers in die Standard Library. Aber trotzdem möchte ich mir eben im Detail in einem späteren Video noch mit Ihnen genau anschauen, warum oder wie kriegt man als Programmierer diese Speicherlöcher und Dangling Pointers und was auch immer zurück und oder hin und wie kann man sie vermeiden, damit man einfach dieses Wissen hat und dann eine informierte Entscheidung machen kann, wie man seine Probleme angeht. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen für dieses Video. Wir werden uns im nächsten Video noch kurz mit Modern C++ beschäftigen. Was heißt das und wo ist denn der Unterschied zu Old School C++ oder wie auch immer man das nennt, C++ 98. Und trotzdem, wir sehen uns dann erst im nächsten Video wieder, wo wir mit diesem Thema weitermachen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.